Gestern erst wurde ich von einem Freund gefragt, schau dir doch mal meine Bilder an, kann ich da noch irgendwas verbessern? Ich habe es mir angeschaut, habe gemeint, okay, da ist Verbesserungspotenzial. Kennst du eigentlich die Zwei-Drittel-Regel? Und er so, nö, was ist das? Und darum geht es heute in meinem Video. Die Zwei-Drittel-Regel ist eine Gestaltungsregel in der Fotografie, in der Malerei oder auch im Film, die sich sehr an dem goldenen Schnitt orientiert. Dabei wird das Bild gedanklich mit vier Linien zerschnitten, also zwei vertikalen Linien und zwei horizontalen Linien, die sich durchs Bild ziehen und das Bild in 9 gleiche Teile aufteilt. Warum diese Regel so hilfreich und auch wichtig ist, möchte ich euch so erklären. Wenn ihr zum Beispiel euer Motiv genau in die Mitte stellt, wie ich jetzt auch gerade stehe, dann konzentriert sich euer Blick wirklich nur auf die Mitte des Bildes. Also es ist wirklich eine statische Betrachtung. Bei der Drittelregel gibt es auch diese vier Schnittpunkte, die durch die gekreuzten Linien entstehen. Also hier und hier. Wenn ihr da euer Motiv draufsetzt, schafft ihr im Bild, ich zeige es mal, schafft ihr in dem Bild einen gewissen Raum. Der Blick schweift in dem Fall jetzt wirklich von oben von dem Protagonisten runter in den Raum und kommt wieder nach oben zurück. Das ist insofern wichtig, weil ihr wollt ja eine gewisse Kommunikation mit dem Betrachter. Ja, dann ist es das Ganze nicht so statisch, der stellt sich vor, Mensch, was ist da in dem Raum, guckt sich in dem Bild noch um. Es ist extrem interessant, das mal auszuprobieren, anstatt die Person, sei es jetzt Urlaubsfotos oder in der Filmerei, einfach nur in die Mitte zu stellen. Das ist statisch und langweilig, dieser straighte Blick. Bei meinen Filmaufnahmen habe ich das immer im Hinterkopf, das so zu versuchen, dass die Person wirklich auf eine dieser vertikalen Linien stehen soll. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele, wo ich das konkret auch angewendet habe in Imagefilmen oder sonstigen Aufnahmen. Es müssen nicht immer Menschen sein, auch bei Objekten macht es wirklich Sinn, die auf den vertikalen Linien im Film zu platzieren. Nehmen wir doch mal das Beispiel der Landschaftsfotografie. Ich möchte jetzt hier diesen Steg hinter mir fotografieren mit dem Himmel im Hintergrund. Der Himmel gefällt mir heute ganz gut, deswegen entscheide ich mich, 2 Drittel des Himmels zu zeigen und nur 1 Drittel des Steges. Das macht das Bild insgesamt harmonischer, wenn der Himmel wirklich auf der untersten Linie, auf der horizontalen aufschlägt. Selbst wenn ich mit dem Handy Schnappschüsse mache, orientiere ich mich an der 2-Drittel-Regel. Ich blende mir dazu einfach nur das Raster ein. Beim iPhone geht es so, dass ihr einfach in die Kamera-App reingeht und könnt hier oben Raster auswählen. Habt ihr das ausgewählt und startet dann die Kamera, seht ihr schon ganz genau die Rasterlinien. Ich zeige euch jetzt mal an meinem Rechner ein paar Fotos, bei denen ich diese Drittelregel beherzigt habe. Vor allem auch in der Landschaftsfotografie, denn da kommen mir wirklich diese horizontalen Linien sehr zugute. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Horizont richtig ausrichten will, dann muss ich mich halt immer entscheiden, nehme ich 2 Drittel Horizont auf und 1 Drittel Erde oder 2 Drittel Erde und 1 Drittel Horizont. Das macht das Bild wirklich stimmig und der Zuschauer wandert von dem Motiv weg in die Ferne und kommt wieder zurück. Thank you.
Dieses Bild ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ich habe hier 2/3 Horizont gewählt und 1/3 Erde. Dabei ist auch noch der Leuchtkegel des Leuchtturms auf der rechten unteren Schnittkante oder auf dem Schnittpunkt. Dieses Kind habe ich zum Beispiel auch absichtlich rechts oben platziert auf dem Schnittpunkt, damit mein Blick von den Augen des Kindes hin zu dem Blumenbeet wandert und auch wieder zurückkommt. Also ihr seht, da ist eine gewisse Dynamik in dem Bild. Der Schlern auf der Seiser Alm zu sehen, wunderschön. So käme das Bild nicht zur Geltung, wenn ich das Motiv wirklich in der Mitte gehabt hätte. Diesen Politiker habe ich auch rechts auf die vertikale Linie platziert, dass man in dem Rathaus auch wirklich in den Gang hineinschauen kann und fragt sich, hey, wo ist der, was macht der, warum? Hat eine ganz andere Wirkung, als wenn er jetzt mittig stehen würde. Ich hoffe, dass ich euch jetzt die 2/3-Regel etwas näher bringen konnte durch diese einfachen Erklärungen und auch die Anschauungsbeispiele. Behaltet die wirklich im Hinterkopf bei euren nächsten Foto- und Filmprojekten. Und ja, da bleibt nur zu sagen, tschüss von meiner Seite aus. Bleibt auf meinem Kanal dabei für weitere Tutorials im Film- und Fotobereich. Ciao, euer Sigi.